Also wieder ein Teil von Utendorf. Steht komplett unter Wasser. Firmen. Das Wasser geht auch schon auf die Bundesstraßen. Sparparkplatz komplett überschwemmt. Fußballwiesen überschwemmt. Die Straßen Richtung Fußballplatz hinter, alles überschwemmt. Ortsgebiet hat es bis jetzt noch nicht betroffen. Der hintere, glaube ich, ist kein Durchkommen mehr. Ich glaube, das Auto da vorne geht gleich runter. Wer einen Chip hat, hat es noch gut. Der nächste Autofahrer, was probierst. Ja, ja, ja. Nachts noch das Auto wirklich ausschirmen. Ich würde das mein Auto nicht mehr haben, auch wenn er nicht so alt ist, aber... So. Ich fahre jetzt einfach mal von Utendorf Richtung Mauerkirchen. Circa von Utendorf noch mal 4,5 Kilometer. Es regnet in Strömen. Hier geht es dann mal Richtung Mauerkirchen.
Auto auch schon wieder. Das war's am besten.